Emmi verarbeitet mit ihren rund 3.800 Mitarbeitenden jährlich rund 1 Milliarde Kilogramm Milch und Rahm zu Käsen, Getränken und anderen Molkereiprodukten. Via Tochtergesellschaften und Beteiligungen sind wir in 8 europäischen Ländern sowie in den USA und Kanada präsent. Wir wollen unsere führende Marktposition in der Schweiz verteidigen und vor allem im Ausland wachsen. Dazu sind die Kosten in Produktion und Administration tief zu halten. Auch indem auf das vorhandene Know-how zurückgegriffen wird. Die IT ist für uns ein wichtiges Instrument, um die Kosten bzw. die Aufwände durch Automatisierung tief zu halten und um den internationalen Wissensaustausch zu erleichtern. Als Lösung haben wir uns für ein Intranet auf der Basis von SharePoint 2010 und dem darauf aufbauenden Produkt Collaboration Suite der Firma iSolutions entschieden. Mit dem neuen Intranet kann Emmi viel schneller und effizienter in interdisziplinären Teams standortübergreifend zusammenarbeiten. Unser Produkt Collaboration Suite erlaubt den Mitarbeitenden selbstständig, das heißt ohne Unterstützung der Emmi IT, einen Arbeitsbereich im Intranet zu eröffnen, um internationale Projekte oder Meetings zu organisieren und externe Partner in Arbeitsbereiche einzuladen. Emmi profitiert auf 3 Arten. Erstens gehen wir davon aus, dass der Aufwand für die Informationsverteilung dank dem Intranet sinken wird. Zweitens reduziert sich auch der Aufwand für die Koordination von Projekten im Innen- und Außenverhältnis. Das Know-how der Emmi fließt. Drittens wird das Wissen im Rahmen der Projekte im Intranet gesammelt und lässt sich so auch wesentlich einfacher wieder auffinden. Mit der neuen Collaboration Suite kann ich viel einfacher standortübergreifend Meeting vor- und nachbearbeiten, was auch den Zusammenhalt innerhalb der Emmi massiv gestärkt hat.